die Lörrstraße in Fulda, war seit dem Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Teil der Via Regia, eine wichtige Handelsstraße zwischen Frankfurt und Leipzig. Die Zunftstraße der Lohgerber hieß früher Löbergasse und lag vor den Stadttoren. In dieser Löbergasse wohnte im 16. Jahrhundert vermutlich die Tochter eines Gerbers namens Merga Wien. Zentgraf Balthasar Nuss, den man Hexenrichter oder Malefizmeister nannte, ließ Merga Wien und ca. 250 weitere Frauen verhaften. Grund für die Verhaftungen und Folterungen war der Glaube, dass die Frauen zaubern oder mit dem Teufel zu tun hätten. Man behauptete unter anderem, Merga Wien hätte ihren Ehemann und ihre Kinder vergiftet. Nach 14 Wochen Haft gab sie unter Folter alle Anschuldigungen mit den Worten »Ach Gott, so will ich es getan haben« zu. Im Jahr 1603 wurde Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr Mann Blasius Wien musste Nuss für die Hinrichtung teuer bezahlen. Man suchte Schuldige für Hungersnot, Kindersterblichkeit und Krankheiten. Der Zauber- und Hexenglauben war in allen Schichten der Bevölkerung verbreitet. Auf dem alten domfalligen Friedhof unterhalb vom Frauenberg wird an die ca. 270 Opfer, die im Hochstift Fulda im Jahre 1600 bis 1606 verfolgt und hingerichtet wurden, erinnert.